Nachdem wir jetzt die Quelldaten geladen haben und zum anderen aus OpenStreetMap die jetztzeitigen Gebäudegrundrisse extrahiert haben, geht es im nächsten Schritt darum, diese Daten zusammenzuführen. Und dafür ist ein Schritt nötig, der also sich Georeferenzierung nennt. Das heißt also, hier müssen diese Punkte in Übereinstimmung gebracht werden, dass also die Gebäude im historischen Plan mit einer jetzigen Bausituation auch korrespondieren, räumlich korrespondieren. Und dafür nutzen wir also ein sogenanntes GIS-Programm, ein Geoinformationssystem und zwar genauer gesagt QGIS. QGIS ist also ein freies Werkzeug, ein Open-Source-Werkzeug, was also inzwischen ein sehr mächtiges Tool ist und was also genau dafür dient, nämlich geobasierte, geobezogene Daten in Übereinstimmung zu bringen und zu managen. Ich habe hier schon mal die Softwareoberfläche aufgemacht. Das, was wir hier sehen, ist auf der linken Seite links oben hier, also der Browser. Da ist also, können wir einen Zugriff auf unsere Dateien vornehmen. Und im unteren Bereich sind sogenannte Layer angezeichnet. Das Prinzip, was hier dahinter steht, ist also eines, was ähnlich funktioniert wie bei Photoshop zum Beispiel, wo also eben verschiedene Ebenen angelegt werden können und eben jede Kartenansicht oder jeder Kartenbestandteil, historische Karte und jetztzeitige Gebäudedaten beispielsweise als eine separate Ebene angezeigt und aber eben auch überblendet werden können. So viel der Vorrede und nun würden wir vielleicht damit beginnen, als erstes uns hier eine Karte ins System zu laden. Unter XYZ-Tiles hier auf der linken oberen Seite im Browserfenster finde ich also die Möglichkeit, mir eine OpenStreetMap-Karte anzuzeigen. Wenn ich hier also doppelt klicke, erscheint mir hier ein Layer in meiner Ansicht. Das ist also hier diese OpenStreetMap-Karte. Nun zoome ich hier schon mal ein bisschen rein und zoome also hier auf Jena. Das war jetzt ein bisschen zu viel, aber jetzt haben wir hier das Zentrum von Jena. In einem ersten Schritt geht es jetzt darum, hier eine historische Karte zu georeferenzieren und mit einzubringen. Dafür muss ich hier als nächstes unter Plugins, Manage and Install Plugins, ein Werkzeug auswählen, was ich also GeoReference GDAL nennt. Ich setze hier ein Häkchen hin. Also bei dieser Version, die ich hier nutze, das ist die Version 3.2, ist diese schon mit vorinstalliert. Und damit habe ich jetzt hier, wenn ich jetzt bei Raster mal schaue, einen neuen Button, nämlich den für Georeferenzierung. Und den klicke ich jetzt auch schon an. Geht ein neues Fenster auf und in diesem neuen Fenster lade ich jetzt also meine historischen Kartendaten ein. Das tue ich hier über OpenRaster. Das PNG-File der historischen Karte ist also hier unter Tulp, historischer Bestand, Derivate zu finden. Ich klicke da also drauf und schon habe ich hier meine historische Karte. Das Prinzip, dem das Ganze jetzt folgt, ist das, dass ich also Orte oder Punkte auf der historischen Karte markiere und den korrespondierenden Punkt hier auf meiner jetztzeitigen georeferenzierten Karte auswähle. Das geht hier über diese Schaltfläche, gibt es also die Möglichkeit Add Points und ich wähle hier also mal einen Punkt aus, hier an der Kirche, zum Beispiel diese kleine Ecke, die wähle ich jetzt mal hier aus und klicke hier einmal auf dieses Referenzpunkte finden und suche jetzt hier einen korrespondierenden Punkt bei der Kirche. Also nochmal, from Map Canvas, einen Punkt auswählen, den korrespondierenden. Und dann werden mir hier also die Koordinaten angezeigt, die dieser Punkt in dem historischen Plan oder in der historischen Darstellung hat. Jetzt habe ich das bestätigt mit OK. Und jetzt habe ich hier einen roten Punkt und hier einen roten Punkt. Das heißt, diese beiden Punkte sind in Übereinstimmung.
Das gleiche mache ich jetzt für andere sich gut eignende Punkte. Verzeihung, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich muss hier auf die Hand gehen, damit kann ich meine Ansicht verschieben zum Beispiel. Und auswählen könnten wir zum Beispiel jetzt einen Punkt, der hier in dieser Ecke liegt. Ich jetzt hier mal ein Stück rauszoome. Das ist also so in etwa dieser Punkt hier. Wenn ich da also hier diesen Punkt der historischen Karte auswähle, from Map Canvas, und das mit dem jetztzeitigen Punkt in Übereinstimmung bringe und mit OK bestätigen, dann habe ich hier eine Übereinstimmung. Ähnlich hier unten dieser Punkt, das ist, das schauen wir uns mal hier gleich in der Karte an, das ist also hier der Anatomieturm. Wenn ich also hier jetzt in der historischen Karte hier ein bisschen ranzoome und einen Punkt setze, der etwa in der Mitte liegt, und dann from Map Canvas und hier also auch wiederum einen Punkt, der etwa in der Mitte liegt, auswähle. Je mehr Punkte man hier wählt, desto besser. Und ich würde als nächstes mal einen auswählen, der hier am Markt liegt. Hier vorne diese Ecke am Markt. Das ist also eine, die es heute auch noch gibt. Ich klicke einmal hier drauf. From Map Canvas. Und dann wähle ich also hier, das müsste etwa der Gebäudepunkt sein und bestätige mit OK. Damit habe ich schon erstmal eine gewisse Grundlage hier erstellt für Punkte und das können wir jetzt also dafür nutzen, um eine Georeferenzierung berechnen zu lassen. Dafür gehe ich hier auf Start Georeferencing und muss jetzt als nächstes einen Transformationstyp auswählen. Das heißt, wie soll denn das Ganze berechnet werden? Hier ist schon ausgewählt, Polynomial 1, das können wir auch so lassen. Und das würde ich jetzt mit OK bestätigen und lasse das Ganze berechnen. Damit ist jetzt also ein Raster hergestellt. Das kann ich jetzt hier zumachen, das Fenster, und kann hier die Punkte oder sollte hier natürlich unbedingt die Punkte speichern. Das heißt, wenn ich jetzt auf Save gehe, ist Folgendes passiert. Ich schaue mir mal im Explorer an, was hier entstanden ist. Hier sind zwei neue Dateien zugekommen, und zwar einmal eine sogenannte Points-Datei und einmal eine TIFF-Datei. Die TIFF-Datei ist also nichts anderes als das schon gespeicherte Bild. Interessant ist allerdings die Points-Datei. Die Points-Datei enthält nämlich diese vier Georeferenzpunkte und die Korrespondenz zu den TIFF-Daten. Die TIFF-Datei ziehe ich jetzt in meine Karte und sehe schon, dass es hier also eine Referenz gibt, dass diese Sachen in Übereinstimmung gebracht sind. Was man auch sieht ist, das passt zwar so halbwegs, aber nicht ganz genau. Das heißt also, wenn Sie noch mehr solche Referenzpunkte auswählen, dann wird das tendenziell genauer. Natürlich ist es so, dass diese historischen Karten aber ohnehin eine gewisse Ungenauigkeit haben und damit also nicht hundertprozentig in Übereinstimmung zu bringen sind, beziehungsweise eben natürlich auch in sich Abweichungen aufweisen. Was haben wir in dieser Lektion gelernt? Wir haben uns die Software QGIS angeschaut und vor allen Dingen erprobt, wie sich historische und aktuelle Karten zusammenführen und georeferenzieren lassen. Wichtig ist dabei, dass die Georeferenzierung also über ein Plugin in QGIS funktioniert. Bei älteren Versionen muss dieses aktiviert werden. Bei der hier genutzten Version 3.2 ist dieses bereits aktiviert. Und dass die Auswahl darüber funktioniert, dass also die historische Karte oder Punkte auf der historischen Karte in Übereinstimmung zur jetztzeitigen Karte gebracht werden.